Okay. Ist mir jetzt, ja, dann ist es jetzt in dem Moment so. Nektar ist aufgefüllt, ja klar. Gut. Ja, wir gehen jetzt mal kurz raus und wieder rein. Also quasi, wir speichern jetzt trotzdem. Das ist, auch wenn es doof ist, aber egal. Höre die Worte der Götter und vergiss sie nicht. Schnie, schna, schnupsen, gebrupsen. Ich will mein Kapuzzi immer noch nicht entwickeln. Ja, sehr guter Zähne. Lass mich bloß in Ruhe damit. So. Aha. Ich muss jetzt jeden Gegner schnetzeln, der mir unterwegs über den Weg läuft. Weil ich eine Olive benötige. Eine verdammte Olive. Sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ein Phänomen, das ich bis dato noch nicht gekannt habe. Jedenfalls nicht in dieser Form. So. Vielleicht Waschbär? Evox? Wer auch immer? Unter Umständen? Blobs? Das hat echt keiner Lust, eine Olivia zu hinterlassen. Es ist so unfassbar. Hui, ich bin. Wow, das waren zwei. Boah. Das ist aber auch keine Oliven. Nein. Nein, 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 nein. Hering kriegt keine Oliven. Oh nein. Da kriegt er überhaupt nicht. Hat er nämlich nicht verdient. Na, 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 na. Das Spiel will mich verarschen. Das Spiel will mich verarschen. Das ist so gemein. Okay, was haben wir denn noch alles für Gebiete vor uns? Ja, Arcadia, da können wir jetzt ein paar Schleimis plätten. Die hinterlassen ja auch gerne Oliven, habe ich gehört. Ab und zu mal. Ja. So, flupp, ja, genau. Ja, nein. Ha. Ja, Arcadia, dann haben wir noch Peloponnes. Und dann natürlich Laconia. Ja, spätestens von den Affen. Die Affen, die sind so nett, die geben mir bestimmt Oliven. Ja, ich glaube schon. Süße kleine nette Affen. So, Peloponnes mit Todesfledermäusen und Todesbirdos-Gedöns. Die sehen wirklich aus wie Birdo, oder? Birdo. Auch wegen der pinken Farbe und so. Ein bisschen was Birdo-mäßiges. War jetzt aber auch keine Olive. Das hat mir wenig geholfen. So, du vielleicht? Nein. Ich will doch nur eine dämliche Olive. Ist es denn wirklich zu viel verlangt? So, okay, Moment. Wo war denn. Wo musste ich denn hier hin? War das? Nein. Du nicht. Obwohl, hast du irgendwas. Hatte ich dich jemals in meinem Leben schon mal? Ich habe gehört, dass die Grä von Laconia einen Kristallball haben mit mystischen Kräften. Nutze diese Kraft, um die Höhlen von Argolis zu betreten. Aha. Naja, es gibt. Bisschen kryptisch. Oh, eine Olive, dankeschön. Naja, mehr oder weniger kryptisch. Nein, doch, war richtig. Mehr oder weniger kryptisch. Noch eine Olive. Ah ja, natürlich. Jetzt alle auf einmal. Ist klar. Ja, mehr oder weniger kryptisch. Die Höhlen von Argolas kann man natürlich schon vorher betreten, aber na gut, da wird einem nochmal der Hinweis gegeben, dass man mit dem Auge der Grä in Argolis etwas tun kann. Also von daher ist das, ja. Ob das jetzt ein guter Hinweis ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist ein kryptischer Hinweis, aber das gehört irgendwie zu einem mystischen Spiel auf eine gewisse Art und Weise vielleicht sogar dazu. Könnte man fast schon der Atmosphäre, also von wegen sagen, das wäre gut für die Atmosphäre, wenn vieles eben ein bisschen im Unklaren gelassen wird und der Spieler viel ausprobieren und entdecken muss oder so, ja. Könnte man sagen, dass das atmosphärisch eine atmosphärische Sache ist. Könnte man. Man könnte es aber auch. Au! Man könnte aber auch aufhören, es begründen zu wollen. Da, 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 da. So, nebenbei. Wieder mein richtiges Schwert auspacken. Nicht meinen komischen Stab. Kleine Stäbe benutzen doch nur Anfänger. Ich bin ein richtiger griechischer Held. Ich bin quasi gesehen, also 300 in einer Person. Jawohl, das ist so. Finde ich. Dupp-di-dupp. Flipper, komm her. Woohoo. Oink, oink, oink. Flipper, du hörst dich ungesund an. Oink, 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 oink. Ich glaube, ich sollte mal den Motor von Flipper überprüfen lassen. Oink, oink, oink. Sprotz, sprotz, sprotz. Flipper verreckt mir. Oh nein, bitte bring mich noch hierher. Dankeschön.
Ich bring dich nachher zum TÜV-Flipper. Ist kein Ding. So, ach so. Ja, ich hatte dich halb vergessen, mein gutes Da. Jetzt wurde ich schon wieder getroffen. Warum kann der einen noch verletzen, wenn er schon am Explodieren ist? Das ist doof. Egal. Das hier wäre jetzt die richtige Stelle, um einen Safe State zu setzen, aber kann ich nicht. Scheiße. Ach so, ja. Safe State, was mir gerade so einfällt. Was relativ schlau gewesen wäre, sagen wir es mal so. Ich hätte in der Theorie bei Poseidon vielleicht mal speichern können oder so, ne? Weil wenn ich jetzt Retry drücke, dann fangen wir überall an, aber nicht da, wo ich anfangen will. Und Geister mag ich übrigens nicht. So, gehen wir mal hier gucken. Oh, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, was hier ist. Aha. Ja, das ist, das ist eigentlich nicht das, was ich haben will, sagen wir es mal so. Ja, andererseits, ich find's nie wieder, keine Ahnung. Och Gott, jetzt müssen wir da auch noch hin. Scheiße. Dämliche Drecksviecher. Verdammt. So. Ja. Endgegner. So, das da hinten. Gestatten der Minotaurus. Oh. Er ist ein Hammerbruder oder so. Er wirft mit Hämmern. Aus Gründen, die mir nicht bekannt sind. Ja, toll. Und jetzt dürfte ich mich eigentlich direkt wieder komplett aufladen. Es ist so eine... Ja, gut. Egal. Hilft ja nichts. Eigentlich ist es aber blödsinnig, sich mit ihm anzulegen, solange ich noch die 80 Oliven mit mir herumschleppe. Weil wenn ich draufgehe, dann ist es eh scheiße. Na komm! Och, also Heringen, komm jetzt einfach hier runter. Ich leide an einer Identitätskrise. Nein. Das ist schon wieder so eine tolle Hitbox natürlich. Obwohl, naja, können auch hier unten treffen. Merke ich gerade. Nein. Oh ja, wirf den Hammer doch ein bisschen weiter. Das kann doch nicht so schwer sein. Nicht so weit. Nicht auf mich. Och, Mino. Mino. Scheiße. Ja, herrlich. Gut. Ja, war zwar eine willkommene Überraschung, dass ich... Oh Mann, Leute. Ey, ein dämlicher Skorpion. Jetzt habe ich die 80 Oliven jetzt. Gut. Ja, das ist herrlich. Gut. An das Passwort hatte ich natürlich nicht gedacht. Wenn man wüsste, wo er ist, könnte man natürlich auch direkt bei Ares speichern. Aber... Ja, also ich wüsste jetzt den Weg spontan nicht mehr. Ich könnte versuchen, ihn zu rekonstruieren, aber weiß nicht, ob mir das was bringt oder ob ich bis dahin nicht sowieso wieder genug, also zu viel Lebensenergie verloren habe. Das ist ja auch so ein gewisses Problem, sagen wir es mal so. Auf Kreta sollte ich ja eigentlich schon zusehen, dass ich da eher meine Lebensenergie ein bisschen beisammen halte. Ja. Wenn ich jetzt die ganze Zeit getroffen werde, ist eigentlich auch fast egal. Weil dann kann ich ja... Wenn ich in Laconia bei Poseidon einmal gespeichert habe, mich einmal absichtlich umbringen und dann habe ich wieder volle Energie, zumindest von Laconia aus. Und von da aus ist der Weg nach Kreta, das ist ja nur ein Katzensprung. Pff, ja. Nebenbei können wir uns schon mal überlegen, wie wir dem Minotaurus das nächste Mal gegenübertreten. Vorzugsweise mit ein bisschen mehr Erstenergie, das wäre irgendwie sehr schön. Ja. Wenn wir da den Nektar dann bei ihm verballern, das wäre nicht schlimm. Ich meine, dafür haben wir den Nektar, dass wir den bei Endgegnern verbrauchen. Da müsste ich eben nochmal einen kleinen Umweg gehen und dann mir Nektar nochmal woanders besorgen. Aber das, wie gesagt, das, ja. Damit kann man ja wohl leben. So. Einfach weitergehen, Hering. Einfach weitergehen. Lass dich nicht beirren. Die sind nur neidisch auf dich, auf dein Schild, auf... Dein Armband auf dein Schwert, die sind, doof sind die, ja, ja. Voll die miese Peter, au. Geh weg. Böse, blöde, Fleder, Butzi, Maus, nein, I, U, O, A, I, Jausa. Mhm. Hey, listen, watch out. So, schnupp, schnupp, aha. I, O, so, ja, gut. Versuchen wir wieder normal zu werden.
Lakonia, seht ihr, war doch ein ganz kleiner Umweg, also beziehungsweise hat überhaupt nicht gestört. Und jetzt haben wir sogar fast volle Lebensenergie. Das bedeutet, ich brauche mich nicht mal umbringen lassen. Ist das Leben nicht herrlich? Ich finde schon. Also irgendwie bin ich schon vom Glück, also geküsst quasi. So, blups, blups. Jetzt habe ich noch mehr Oliven für einfach so. Und jetzt habe ich, noch mehr Götter einfach so. Götterspeise. Lecker, Götterspeise. Höre die Worte der Götter und vergiss nicht. Ziza, zickedi, zickzack, zuck. Ey, bleib hier, ich muss mit irgendjemandem meinen Quack-Putzi tauschen. Ich will es auch zu Quack so entwickeln. Ja, nein. Habe jetzt keinen Bock drauf, Poseidon. Ich check das jetzt übrigens zum ersten Mal mit den verschiedenen Eingängen richtig. Also das ist... Also, von den Gebieten her. Merkt ihr das? Ich gehe immer in das zweite Gebiet rein, um zu Poseidon zu kommen. Aber wenn ich aus der Höhle rauskomme, dann bin ich plötzlich im ersten Gebiet. Das ist, ja... Richtig und wichtig und überhaupt und sowieso. Das, da haben die Entwickler sich halb etwas dabei gedacht. Auch wenn das wieder ein bisschen was... Mit der sehr seltsamen... Ja... Mit der sehr seltsamen Wegfindung in diesem Spiel zu tun hat. Man geht in einen Ort, in die eine Tür rein und kommt am anderen Ende der Welt wieder raus. Das ist, ja. Was die da genommen haben, ich weiß nicht. Vielleicht war das Spiel ursprünglich auch ein bisschen größer, kann ja auch sein. Und dass sie dann nachträglich ein paar Gebiete entfernen mussten oder so. Könnte ich mir sogar fast vorstellen. Ich meine, kein Spielentwickler wird also so etwas von Grund auf die Beine stellen und dann nicht noch mehr eventuell im Petto gehabt haben. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die nicht noch mehr Gebiete gehabt hätten. Griechenland ist so groß, mein Gott, da kann man doch noch jede Menge draus machen. Finde ich persönlich. Noch größere Städte und noch mehr Gedöns halt, ja, ja. Da ist schon noch Luft nach oben. So, okay. Wieder imaginärer Safe State. Pff. Boink. Ich vergesse es immer wieder. Ich sag dazu jetzt nichts mehr. Gut. Okay. Go, go, go. Also. Wir müssen Zorzo finden. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Hier weiter, hier weiter, hier weiter, hier weiter. Hier ist nix. So. Dupdi-dupdi-do. Beim Dunkelblauen. Beim Dunkelblauen hatten wir ja schon Quatsch, doch. Nee. Ja, doch, nee. Ah, das ist doch genau der Weg. Doch, ich bin doch dumm. So, das müsste doch jetzt hier... lasst mich bloß in Ruhe. Nee, zu viele Gegner hier. Ich will doch nur meinem Götterkumpel Hallo sagen. Hey, Ares. Alte Sau. Ich hoffe, du nimmst mir das mit dem Blitzen nicht so übel vom letzten Mal. Vergiss sie nicht. Schnibbidi, schnippschnapp, schnubbidi, schnuppschnupp. Ich muss meine Haare schnibbeln lassen. Ja, ja, genau. Ich sehe ein bisschen komisch aus. Der Ares muss zum Friseur. Lalala. Gibt es so etwas wie einen Götterfriseur oder so? Wie haben die das früher gemacht? Ich weiß es nicht. Oder wachsen die Haare von Göttern einfach nicht mehr? Weil es sind Götter. Die müssen sich nicht mit so irdischen Problemen herumschlagen. Ist doch gemein, oder? Gerade für die weiblichen Götter. Ich kann mir schon vorstellen, dass die ja trotzdem noch auf ihre Frisur achten. Das hier ist übrigens der Heilbrunnen. Mhm, interessant. Der ist also bei dem blauen Gebiet in der Nähe von Ares. Ist ja herrlich. So, puff. Au. Ja, zumindest die kleinen Ritter. Mache ich mit einem Puff kaputt. Ja, mit einem Puff ist alles weg. Dop, di, dop, 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 dop. Nein? Nein? Ja, wäre jetzt ganz gut noch, ne, wenn ich Zürze finden würde. Weiß ich nicht, vielleicht ist Zürze ja hier irgendwie beim Lilan. Ich meine, das wäre zu großer Zufall, wenn jetzt ausgerechnet, also Zürze, auch beim dunkelblauen Wehr. Ich könnte es mir nicht so richtig vorstellen. Gehen wir einfach alle Wahrscheinlichkeiten durch. Hatte ich schon mit dir gesprochen? Hier in Kreta, oh, tatsächlich. Ach so, hä? Ach, das ist das Startding, wo ich hier bin. Das ist nicht, ich dachte, das wäre was Neues hier. Verdammt, nein. Ah, gut, okay, Moment. Dann müssen wir einmal hier, das hier müsste aber neu sein. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Ich weiß es doch nicht. So, was ist das hier? Ja, es sieht faszinierend aus. Ich glaube, das ist hier ist gut. So, Moment. Oh, lass mich hier durch, du dämliche.
Ich geh sterben. Ah, so, das ist nämlich Zürze, auch wenn man es ihr nicht ansehen mag. Du sagst, du möchtest ein Schild aus Salamanderhaut? Mal sehen, du hast 20 Salamander heute gesammelt, das ist echt toll. Gut, kann ich dir so einen tollen Schild machen im Austausch für 80 Oliven? Ja. Gut, ich mach ihn für dich, aber du musst warten, ja, ganz lange warten und warten und hier, nimm das. So, ja, das ist mein neuer Schild. Leider sieht man es absolut nicht anhand meines Charakters, was echt schade ist. Also hätten sie jetzt ruhig einen roten Schild draus machen können, aber egal. So, und jetzt haben wir auch den und ja, jetzt haben wir einen roten Schild, den Schild aus Salamanderhaut. Der schützt uns jetzt auch vor Feuer. Ja. Und damit sind wir jetzt ziemlich gut ausgerüstet und jetzt fehlt es noch ein einziger Gegenstand und ein Herz. Das von unten nämlich.